C-Crowds. Moin Moin und willkommen zurück zu dieser Flaschenpost hier auf dem C-Crowds-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder ein paar Themen für euch zusammengesucht. Ihr seht schon auf der rechten Seite, wie ihr das bei uns gewohnt seid. Unter anderem gibt es am Ende einen In-Game-Preview zu den Inhalten, die jetzt im Testserver schon verfügbar sind. Sozusagen als kleine Vorschau auf das, was euch mit dem nächsten Patch schon erwartet. Geht ja immer weiter bei World of Warships, unserem gemeinsamen Hobby hier. Ja, fangen wir an. Geburtstagsduo, davon haben sie 4 Pakete rausgebracht. Wie gesagt, ich will jetzt nicht groß weiter darauf eingehen, ich will nur darauf hinweisen, der eine oder andere übersieht es vielleicht. Ja, für Japan, für UdSSR, Deutschland und Frankreich gibt es aktuell Geburtstagspakete, die sind noch 4 Tage im Store. Ja, und da müsst ihr euch dann überlegen, ob ihr da vielleicht zuschlagen wollt. Manche Sachen sind halt recht interessant reduziert aus meiner Sicht. Aber gut, das müsst ihr dann wissen, ob ihr die Schiffe schon habt oder haben wollt überhaupt. Also von daher nur ein liebgemeinter Hinweis. Der nächste Punkt ist dann hier das Wargaming-Jubiläum, was in-game aktiv ist. Vom 2. bis zum 10. August gibt es Rabatte und Bonis und es gibt ja, Gefechtsbonis sozusagen. Ihr müsst einfach nur in dem Zeitraum in ein Gefecht gehen mit einem T5 bis T10 Schiff und ihr könnt alle möglichen, egal was, Gefechtsvarianten wählen und bekommt sofort einen Tag Premium-Spielzeit gut geschrieben. Ihr müsst nicht gewinnen, gar nichts, ihr müsst nur ein Gefecht spielen. So, und der zweite Punkt ist 100.000 EP in Gefechten zusammenfahren, also inklusive Bonis und allen drum und dran. Das geht also eigentlich relativ zügig. Vom 2. bis zum 10. August kann man ebenfalls hier, ist halt hier der Zeitraum dafür, von T5 bis T10, auch alle Gefechtstypen. Und am Ende bekommt man dann Frühlingshimmel, asiatische Laterne und Mosaik-Tarnung jeweils 3-mal. Das sind schon geile Tarnungen. Unter anderem gibt es da auch mal 777% Free XP und all so einen ganzen Kram an Boost. Lohnt sich also richtig. Und dann kommen wir zu den Rabatten und Bonis. 100% auf den ersten Sieg des Tages gibt es. Und dann haben wir Dublon-Rabatt auf die Liegeplätze und auf die Verbesserung. Also das Entfernen von Verbesserungen im vom Schiff kostet jetzt 80% weniger. Das heißt, ihr zahlt 5 Dublonen statt 25. Dann gibt es Kreditpunkte und Dublon-Rabatt für Tarnung. 40%, dann gibt es Kreditpunkte und Dublonrabatt für Verbrauchsmaterial, also wenn ihr zu Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, meinetwegen Reparaturmannschaft oder solche Sachen, und halt hier Dublonen und Dublonrabatt für Liegeplätze im Hafenclub, das hatte ich eben schon gesagt. Lohnt sich also, wenn ihr was ausprobieren wollt, gerade mit den Verbesserungen, sollte man da mal reinschauen. So, der nächste Punkt ist, das Wargaming Center, aktuell ja noch in der Beta-Phase, wird demnächst als Vollversion sozusagen veröffentlicht, aus der Beta-Phase in die Vollphase sozusagen übergehen. Und der Launcher, den es jetzt noch in der Vergangenheit gab, es gab jetzt 2 Parallele, einmal den Wargaming Center und einmal den normalen World of Warships Launcher, der wird demnächst eingestellt werden. Ich denke mal, innerhalb der nächsten 3 Monate ungefähr wird das so sein. Und ja, es wurden immer mehr Sachen in das Wargaming Center integriert. Ich benutze dieses Wargaming-Zentrum schon und ja, was kann man dazu sagen? Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt. Darum kurz einen Überblick. Also ihr habt hier 3 Reiter. Bei mir gibt es halt 3 Spiele aktuell. World of Warplanes, World of Tanks, World of Warships. Warplanes und Tanks spiele ich aktuell eher nicht so. Dann gibt es verschiedene Spielinstanzen. Also das ist ja normale Live-Server und hier ist eben PT, steht für Public Test. Ja, ihr könnt hier eine Menge Einstellungen verändern, also ein paar Spieleinstellungen schon im Vorwege verändern. Ihr habt jetzt dann hier eine Anmeldung hier unten, ja, und ihr meldet euch nur einmal mit eurem Account an und könnt in allen 3 Spielen und Instanzen euch nur durch Spielen klicken, hier unten raufklicken und schon seid ihr quasi in das Spiel eingeloggt und landet quasi direkt im Hafen. Müsst euch also nicht jedes Mal neu reinklicken. Dann gibt es hier die Möglichkeiten, zum Beispiel schon Updates vorzuladen, dass ihr nicht an dem Tag euch einloggt und dann müsst ihr 1,2 GB runterladen, sondern ihr könnt kommende Updates mit einer begrenzten Downloadgeschwindigkeit oder unbegrenzt, ihr habt hier die volle Auswahl, runterladen. Ihr könnt auch Upload machen, das heißt, wenn ihr das Spiel selber habt, dann könnt ihr die Community damit unterstützen, dass ihr einen Teil eurer Leitung, also bei mir sind es 50 Kilobyte, aufgrund meines Streams, ich möchte nicht, dass die Software im Hintergrund plötzlich einfach was hochlädt und meinen Stream dann irgendwie beeinflusst, mache ich hier nur ein ganz kleines Paket. Aber auch das, die Masse macht es eben. Ne? Wenn ihr alle 50 Kilobyte immer hochjagt, dann sind das auch wieder ein bisschen was an Bandbreite. Da könnt ihr dann halt Einfluss drauf nehmen. Und ja, hier Wargaming Center mit hochfahren des Rechners starten, dass dann auch die Updates jeweils gezogen werden. Von daher, ich persönlich finde es eigentlich eine coole Sache. Vor allen Dingen wollen wir hier auch, wir sind jetzt hier, wie gesagt, ich bin gerade auf dem PT. Wenn ich jetzt hier auf dem European Server gehe, dann habt ihr auch sofort Informationen, was ist gerade aktiv, was für neue Artikel gibt es und so eine Sachen.
Wer es mag, ja, ich persönlich finde das Center auf jeden Fall ziemlich nützlich. Ich freue mich darüber, ich habe überhaupt keine Probleme. Irgendwelche Absturzvarianten, irgendwas. Naja, und bald wird dieses Beta-Zeichen hier oben eben verschwinden. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, holt euer Haustier an Deck. Zeigt einfach, wie ihr mit eurem Haustier möglicherweise zusammen World of Warships spielt. Das ist so eine neue Aktion. Was man hier ganz genau wie gewinnen kann. Ich denke, dass es darum geht, dass am Ende steht hier eigentlich auch, dass euer Haustier eventuell ins Spiel kommen könnte. Mit einem anderen Namen oder wie auch immer. Und ja, vielleicht erspielbar ist für den einen oder anderen User hier bei uns in der Community. Ja, was müsst ihr machen? Erstellt eure mit eurem Kamera, Telefon, Webcam einen Schnappschuss und der euch einfach zeigt, wie ihr zockt und wie euer Tier mit dabei ist sozusagen. Und wenn ihr das postet, wie auf etwa hier Facebook, Instagram, Twitter, benutzt die Hashtags AllPetsOnDock und World of Warships mit dem Hashtag davor. Das wird eine ganze Zeit jetzt laufen und sobald das fertig ist, wird das dann eben ausgewertet und möglicherweise seid ihr dann dabei und euer Haustier kommt in World of Warships. Das wäre doch mal was. Gut, und dann kommen wir zum letzten und sicherlich sehr interessanten Punkt hier. Wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Landen wir hier gleich im St. Petersburger Hafen, der jetzt hier schon ein bisschen geschmückt ist, sozusagen hier die Flaggen und so. Der Hafen ist auch wieder ein bisschen umgebaut hier mit diesen Leuchtkegeln, Action Stations und so weiter und so weiter. Manche Sachen erinnern einen so ein bisschen an eine letztjährige Sache, ist ja auch nicht alles total neu, aber ich finde das schon mal ziemlich gelungen. Es ist jetzt nicht mehr Nacht, sondern sehr so im Sonnenuntergang gehalten. Das ist schon mal ganz cool. Dann seht ihr hier rechts schon, ich habe die Henry hier freigespielt. Captain Dasha ist da und die kann man jetzt hier auf dem Testserver schon mal in der russischen Version ausprobieren. Also sie spricht nur Russisch, kein Französisch aktuell. Und ja, dann gucken wir mal ins Arsenal. Es wird ja dann Jubiläumscontainer geben, die ihr wahrscheinlich auch wieder im Store kaufen könnt und dann auch in-game erspielen könnt. Es gibt eine neue Kategorie, hier steht sie noch auf Russisch. Da gibt es dann die Möglichkeit hier zum Beispiel, die Werte hier gleich vorweg. Es ist alles Testserver, das heißt, kann sich alles noch ändern. Die Werte, die ihr seht, werden hier nicht so auf den Live-Server kommen. Da könnt ihr euch 100% sicher sein. Es wird nicht nur 5 Marken kosten, Dasha ins Spiel zu holen. Ja, oder es wird halt sehr, sehr viel schwieriger, diese Marken zu erspielen. Es ist einfach, jetzt hier nur zu Testzwecken. Deswegen sind die Sachen so stark vergünstigt worden. Die Wertigkeiten werden dann auf dem Live-Server definitiv noch deutlich angepasst werden. Das möchte ich nur mal vorweg sagen. Ja, ihr kommt dann hier in den Store rein, dann könnt ihr hier diese besonderen Eislackierungen für die Z23 und für die Edinburgh bekommen, mit dem Kupfer. Das habe ich aktuell noch nicht erfahren, deswegen kann ich es mir jetzt hier nicht, zeigen. Jetzt habe ich es hier weggeklickt, ich Dussel. Ja, wie gesagt, Dasha ist dabei, da habe ich mir schon mal die französische Dame gesichert und jetzt sichere ich mir hier noch die deutsche Dame, das werde ich nachher mal ausprobieren, nach dem Testvideo hier sozusagen. Und dann gibt es hier auch wieder die die Weltraumkapitäne und dann eben hier die Tarnung, Jubiläumstarnung. Ne? Die können wir mal schnell noch hier zusammen kaufen, dass ihr dann auch noch schnell nochmal die Jubiläumslackierung eben sehen könnt. Dann gehen wir hier raus aus dem Arsenal, gehen auf Äußeres, gucken wir uns mal an, wie die Jubiläumstarnung aussieht. Ich denke mal nicht so viel anders, als ihr das eh schon kennt. Jubiläumstarnung hat sich eigentlich nicht groß verändert. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Dann gibt es eine Sammlung. Und zwar hier ist dann die Sammlung zu diesem Jubiläum an sich halt. Gibt 4 Reiter. In jedem Reiter gibt es dann 4 Gegenstände. Ich habe hier schon ein paar Gegenstände gesammelt. Ihr seht's. Und das ist alles wieder so angelehnt an die Inhalte quasi von dem vergangenen Jahr, ne? Finde ich eigentlich wieder ganz cool, dass sie das gemacht haben. Hier gibt es sogar noch eine Karte für das Go Navy Event, was jetzt zuletzt da war. Also ich freue mich darüber, dass es das halt jetzt gibt. Auch jetzt hier diese Sammlung, diese Embleme, die man da sammeln kann, wenn man mit den Schlachtschiffen und verschiedenen Schiffskategorien erfolgreich ist und so eine ganze Geschichte. Hat es alles hier reingefunden. Was gibt es an Belohnung? Hier in dem auf dem Live-Server oder auf dem Test-Server sind es eben ein Supercontainer und eine Flagge. Ja, und dann bekommt man hier diese Signale, Basilisk zum Beispiel, wenn man so eine Kategorie vollständig hat. Und Skylla gibt es hier halt auch.
Leftian. Und hier habt ihr dann nochmal 10 World of Warships Jubiläumslackierung, sobald das alles halt eben fertig ist. So, das ist eine rein optische Sache, wo man sich was sammeln kann, was irgendwie auch zeitlich begrenzt ist. Also wir wissen nicht genau, wie lange. Ich vermute mal einen Monat. Also in einer ganzen Patch-Phase sozusagen wird diese Sammlung verfügbar sein. Vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht genau, aber das ist es eigentlich schon, was man dazu sagen kann. Ich habe noch ein paar Geburtstagscontainer hier übrig. Da mache ich mal einen von auf. Ich will euch jetzt hier nicht quälen. Das sieht dann so aus. Hier gibt es Roter Drache, dann gibt es halt diese Marken und dann gibt es wieder eine Sache für die Sammlung. Das ist jetzt in meinem Fall hier Duplikat. Ja, und so geht es eben weiter. Das sind die Container, die ihr in-game dann erspielen könnt, wenn mit dem nächsten Patch rauskommt. Und dann gibt es was Besonderes. Und zwar das Besondere, was jetzt aktuell getestet wird, ist, dass ihr hier auf den französischen Kreuzern den Hauptbatterie-Nachladebooster habt. Ja, das hier ist jetzt ein T10-Schiff. Und da habt ihr die Wirkungsdauer von 15 Sekunden und die Ladezeit, dadurch, dass ich das jetzt reduziert habe, sind hier eigentlich 120 Sekunden und 80 Sekunden. Ich habe aber hier eine Flagge drauf, deswegen ist es kürzer und 76 Sekunden beim Hauptbatterie-Nachladebooster 2. Außerdem gibt es das auch nochmal mit einem 8er, wo ist er denn jetzt hier? Habe ich den verkauft? Ne, hier ist doch die Scheiß-Martell. Blind. Und da ist das eben nochmal ein bisschen anders. Da ist man mit dem Premium-Modul von 120 Sekunden und sonst eben bei 180. Ne? Also da unterscheidet sich nur die Ladezeit, bis ihr die Verbrauchsmaterialien eben wieder nutzen könnt. Ab T9 sind es 120 und 80 Sekunden. Also von T6 bis T8 sind es 180 respektive 120 Sekunden. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe super viel Spaß damit. Ja, es ist definitiv eine sinnvolle Neuerung. Auf den Kreuzern allemal. Das macht richtig Laune, damit Henry, Saint-Louis, Charles Martel, solche Sachen zu fahren. Also finde ich sehr, sehr genial. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt, den ich euch hier im Moment in-game zeigen kann. Und das ist dann die UI Scale Rate. Ja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie weit jetzt hier zum Beispiel diese Oberfläche ragt. Ihr seht es jetzt hier ungefähr. Habt ihr so einen Anhaltspunkt, ne? Wenn ich jetzt die Scale Rate ein bisschen erhöhe und das anwende, dann zoomt die ganze Oberfläche extrem raus. Ja, also ihr könnt dann hier verschiedene Sachen entsprechend anpassen. Also zum Beispiel dann halt, wenn ihr auf euer Fernsehgerät 50 Zoll, 60 Zoll, 70 Zoll dieses Spiel spielt, könnt ihr das so groß anpassen, dass ihr ganz bequem auf dem Sofa sitzen könnt, um ja da auch weiterhin eine gute Eye-Candy zu haben, einen Spielkomfort, der das dann einfach so macht, dass ihr einfach ein bisschen besser erkennen könnt, was das ist, ohne dass ihr ganz nah an den Fernseher ranrücken müsst. Ja, und das ist es schon, was wir für diese Flaschenpost für euch vorbereitet haben. Ich hoffe, das war für euch wieder ein bisschen interessant und würde mich freuen, wenn dem so ist, dann lasst bitte gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das bedeutet uns immer sehr viel und zeigt, dass wir auch was richtig machen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst im nächsten Video wiedersehen oder vielleicht auch im Livestream. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Secrets Team, euer Maracha. Ciao, ciao! Secrets.